Im folgenden Videotutorial zeigen wir Ihnen, wie der mRNA-Impfstoff der Firma BioNTech/Pfizer korrekt zubereitet wird. Der Impfstoff trägt den Handelsnamen Comirnaty. Der Impfstoff liegt als Konzentrat in Durchstechflaschen vor und wird bei minus 60 bis minus 90 Grad gelagert. Bevor der Impfstoff verabreicht werden kann, wird er zunächst aufgetaut und anschließend verdünnt. In den folgenden Sequenzen zeigen wir, wie die Verdünnung korrekt durchgeführt wird und was dabei zu beachten ist. In den meisten Impfzentren in Deutschland wird das Impfstoffkonzentrat bereits aufgetaut vorliegen. Bei Kühlschranktemperatur, das heißt zwischen 2 und 8 Grad, kann das Konzentrat über 5 Tage gelagert werden. Beim Umgang mit dem Impfstoff sollten aseptische Arbeitstechniken angewendet werden. Die MitarbeiterInnen tragen einen Einmalkittel, sterile Handschuhe, eine Haube und einen Mund-Nasen-Schutz. Die Plastikkappe der Ampulle wird vorsichtig entfernt. Die Membran wird mit alkoholischer Desinfektionslösung von möglichen Verunreinigungen befreit. Die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels ist zu beachten. Die Durchstechflasche mit dem Impfstoffkonzentrat wird zunächst 10-mal langsam geschwenkt. Achtung, die Ampulle darf auf keinen Fall geschüttelt werden. Schütteln kann den Impfstoff zerstören. Das Impfstoffkonzentrat hat eine weiße bis grau-weiße Farbe. Es kann undurchsichtige, amorphe Partikel enthalten. Anschließend wird das Impfstoffkonzentrat mit isotonischer Kochsalzlösung verdünnt. Kochsalzlösung und Impfstoff sollen Raumtemperatur haben. Aus der Ampulle mit Kochsalzlösung werden exakt 1,8 Milliliter entnommen. Der Rest wird verworfen. Nach dem vorsichtigen Einspritzen der Kochsalzlösung in die Impfstoffampulle wird die gleiche Menge, also 1,8 Milliliter Luft, in der Spritze aufgezogen. So wird ein Druckausgleich geschaffen. Kanüle und Spritze werden anschließend verworfen. Zunächst wird die Ampulle mit dem Impfstoff erneut 10-mal langsam geschwenkt. Achtung! Die Ampulle darf wiederum auf keinen Fall geschüttelt werden. Der verdünnte Impfstoff soll als grau-weiße gleichmäßige Dispersion ohne sichtbare Partikel vorliegen. Der verdünnte Impfstoff hält sich in der Ampulle bis zu 6 Stunden bei 2 bis 30 Grad. Der Impfstoff sollte bevorzugt kühl gelagert werden oder sofort verimpft werden. Wenn der Impfstoff gelagert wird, wird die Ampulle mit Datum und Uhrzeit beschriftet. Aus der hergestellten Lösung können nun Impfdosen hergestellt werden. Im Folgenden wird gezeigt, wie das verdünnte Impfstoffkonzentrat korrekt in Spritzen aufgezogen wird. Jede Impfdosis besteht aus 0,3 ml Impfstofflösung. Aus einer Ampulle können laut Hersteller 6 Impfdosen gewonnen werden.
Nach dem Aufziehen soll der Impfstoff unmittelbar verabreicht werden. Im LMU-Klinikum München verimpfen wir den aufgezogenen Impfstoff binnen 30 Minuten. Es muss eine eindeutige Kennzeichnung der Spritzen mit Bezeichnung des Inhalts, Chargenbezeichnung und Herstellungsdatum auf dem Etikett erfolgen. Liebe Kollegen, damit sind wir mit unserem Tutorial am Ende. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und nützt Ihnen in Ihrer Praxis. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Durchführung der Impfung gegen Covid-19.